Attention, ein Tannenbäumchen. Das Wichtigste gleich zuerst. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Mittlerweile ist die Abonnentenzahl über 150 gestiegen und das finde ich einfach nur Wahnsinn. Vielen Dank für die Treue und dass ihr mir so fleißig zuschaut, finde ich echt ganz, ganz klasse von euch. Ich werde natürlich auch wieder ein Abonnenten-Special vorbereiten. Allerdings fehlt mir da jetzt gerade so ein bisschen die Zeit für, aber ein 150-Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall. Ich muss mir halt auch noch so ein bisschen überlegen, was ich da genau machen werde. Wahrscheinlich werde ich euch wieder so ein bisschen was aus meinem Privatleben zeigen. Ich denke mal, dass ich euch meinen Musikgeschmack etwas näher bringen werde und was ich so für Bücher im Regal habe. Und dann habe ich noch einige neue Hörspiele bekommen und Schmuckstücke, die ich euch vorenthalten habe bei meiner ersten Hörspielpräsentation. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich euch da was von zeigen werde. Und vielleicht baue ich auch noch etwas anderes ein. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird auf jeden Fall kommen. Dann dürft ihr euch schon mal auf eine 6. Session von SimCity freuen. Ihr wart so fleißig mit Fragen stellen, dass ich schon wieder für 2 Sessions eigentlich genug Stoff habe. Deswegen werde ich erstmal eine SimCity Session dazwischen schieben, bevor es zu meinem neuen Projekt kommt. Bei der SimCity Session werde ich auch wieder eine Geschichte von Otto Walkes einbauen. Diesmal habe ich mich entschieden für All About Edit and Email. Zu Deutsch alles über Edith und Emil. Da könnt ihr euch drauf freuen, das wird eine sehr lustige Geschichte. Und ich habe mich entschlossen, mal wieder Back to the Roots, eine kleine Gesangseinlage, einzustudieren. Ich gebe euch hier mal ein kleines Bilderrätsel vor. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen rumraten, was das für eine Band sein könnte und was das vielleicht für ein Lied sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Personen vielleicht einen Vorteil haben, um dieses Rätsel zu lösen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Das nächste Hauptprojekt wird übrigens mal was ganz anderes wieder sein. Da wir jetzt ja so viele gruselige Sachen gehabt haben mit Resident Evil und hast du nicht gesehen, kommt jetzt mal wieder was Lustiges. Und zwar Crash Bandicoot. Ja, haben wir noch gar nicht gehabt. Wir haben ja schon einige Jump'n'Run-Spiele gehabt, sei es Mario oder Skull Monkeys. Jetzt kommt halt Crash Bandicoot. Und ich habe mir so vorgenommen, nach und nach alle Crash Bandicoot-Teile wohl zu Let's Playen. Das sind, glaube ich, so an die 10 bis 12 Teile mittlerweile. Das reimt sich, super. Und ich werde in diesem Let's Play auch mal wieder einen Gastkommentator haben, denn der gute alte Dave ist wieder dabei. Dave Durden wird Gastkommentator sein und wenn er Lust hat, und ich denke, er hat Lust, dann darf er auch weiterhin in den ganzen Crash Bandicoot-Spielen dabei sein. Denn ja, ich denke, wir sind beide große Fans der Reihe und deswegen macht das, glaube ich, ganz gut Sinn, wenn wir das zusammen kommentieren. So, und zum Schluss möchte ich euch noch einen anderen Let's Player ans Herz legen, bei dem ich letztens noch zu Gast war, nämlich Timos LP. Der macht zurzeit ein Let's Play von SimCity und auch von Minecraft. Und er hat jetzt, glaube ich, aktuell auch mit Gothic angefangen, habe ich gesehen. Also das sind schon mal 3 Spiele, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und ich habe bei seinem SimCity Let's Play als Gastkommentator mitgewirkt, um ihn so ein bisschen ja unter die Arme zu greifen, weil ich das ganz gern fördern möchte, was er da macht. Ich finde, er macht seine Sache sehr gut. Und wenn ihr Lust habt auf SimCity, habt ihr wahrscheinlich, bei mir guckt ihr ja auch fleißig zu, deswegen könnt ihr auch gerne bei ihm reingucken. Seine Stadt heißt übrigens Dolingen, im Gegensatz zu meinem Redfield. Und ja, beim letzten Mal habe ich halt mitgeholfen und die Stadt ist im Kommen, würde ich mal sagen. Und es sind einige lustige Einlagen dabei gewesen, wir blödeln ganz schön rum. Also ja, ich habe seinen Kanal bei mir verlinkt, könnt ihr mal draufklicken, Timos LP. Vielleicht habt ihr ja auch Gefallen an seinen Projekten. Er bereitet auch ein Silvester-Special vor, das am 31.12.2012 gesendet wird. Ich weiß noch nicht genau, worum es da gehen wird. Ich glaube, er weiß es selber noch nicht so hundertprozentig. Aber ich habe ihm schon mal zugesagt, dass ich mitwirken werde. Also er möchte mehrere Let's Player einladen und dann so eine kleine, ja, so ein kleines Special draus machen. Wie das dann genau aussehen wird, steht halt noch in den Sternen. Aber ich denke, das wird eine ganz lustige Sache. Und den Termin solltet ihr euch schon mal merken. Ist vielleicht nicht so schwer zu merken. Also Silvester halt, ne? 31.12.2012. Wir sind gespannt. So, und mit diesen Worten lege ich euch nochmal mein neuestes Let's Play ans Herz. Es ist ja gerade fertig geworden, Resident Evil 4. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich denke, das ist ein lustiges und unterhaltsames Let's Play geworden. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Und wer eher so ein bisschen für Entspannung ist, der sollte sich vielleicht mein Let's Read angucken. Gerade frisch fertig von Stephen King. Überlebenstyp heißt das schöne Buch. Und, ja gut, entspannend ist relativ, also es ist schon ein ziemlicher Horrorstreifen, aber das ist bei Stephen King, glaube ich, normal. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Nochmal vielen, vielen Dank für die Treue, euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.